Nun hier bei mir im Studio Bruno Kramm von der Piratenpartei, Vorstandsvorsitzender hier in Berlin. Sie sind jetzt schon noch mal bei mir. Warum? Weil uns diese Thematik einfach nicht loslässt. Ja, Überwachung ist natürlich ein allumfassendes Thema und momentan, gerade eben mit den 300 Millionen, um die es ja geht, die der BND haben will, da sind natürlich auch einige faule Eier dabei. Es geht ganz genau um Zero-Day-Exploits, wenn ich das jetzt richtig recherchiert habe, und zwar unveröffentlichte und unbehobene Sicherheitslücken in Software. Die wollen Sie kaufen. Ich meine, wollen die uns denn nicht einfach nur schützen? Also es geht nicht nur um Zero-Day-Exploits. Es gibt einen Maßnahmenkatalog von knapp 20 Maßnahmen, wenn nicht sogar mehr, was sie alles machen wollen. Darunter fällt eben zum Beispiel die Möglichkeit, verschlüsselte Kommunikation aufzumachen. Darunter fällt natürlich auch Schadsoftware zu erstellen und eben auch diese Zero-Day-Exploits. Und das ist natürlich die große Frage. Erstens, wäre es die Aufgabe, gerade von einem Geheimdienst, die Lücken, die vorhanden sind, den Bürgern und den Unternehmen in Deutschland mitzuteilen, damit man sich eben davor schützen kann. Es ist kriminell, wenn das nicht getan wird. Ganz im Gegenteil, das will der BND ganz gezielt nutzen. Und das ist natürlich unserer Meinung nach eine Riesenverletzung von Grundrechten. Und wir müssen natürlich auch noch einen anderen Aspekt bei der ganzen Geschichte sehen. Dadurch, dass wir diese Exploits nutzen, auf NATO-Ebene wurde darüber gesprochen, dass das Einbringen von Schadsoftware letztendlich als kriegerische Handlung gesehen wird. Und uns muss immer klar sein, wenn wir anfangen, in diesem Wettbewerb mitzumachen, dann können auch jederzeit Gegenattacken kommen. Wir haben so viele Infrastrukturen, die relativ ungeschützt sind. Im Wettbewerb mit wem? Im Wettbewerb, ja, letztendlich im virtuellen, im digitalen Krieg mit anderen Geheimdiensten. Wir müssen uns einfach mal überlegen, was es bedeutet, wenn irgendjemand zu einem Gegenschlag loslegt und zum Beispiel unsere Infrastrukturen, sensible Infrastrukturen wie Energieversorgung oder Ähnliches lahmlegt. Wir haben ja jetzt in den letzten Tagen über diesen Fall des Region, das ist ein neues System, womit ganze Staaten komplett abgehört werden können, wo man sich auch wirklich in alle Bereiche hineinhacken kann, gesehen, was momentan technologisch möglich ist. Und genau aus diesem Grunde sollten wir viel lieber darüber nachdenken, ob wir nicht unsere ganzen Geheimdienste auch mal entschlacken. Denn gerade angesichts dieses NSU-Skandals, der zuletzt war, stellen wir fest, der Geheimdienst ist eigentlich für uns und für unsere Bürger eine viel größere Bedrohung. Deswegen fordern wir Piraten auch natürlich die Auflösung der Geheimdienste und des BNDs, Verfassungsschutz. Das ist aber schon ein gewaltiger Schritt zu machen, die Abschaffung von Geheimdiensten. Es geht ja geht es nicht vielmehr darum, dass das alles transparenter ist. Ich meine, wenn man 300 Millionen Euro Steuergelder benutzen möchte, sollte es dafür nicht auch irgendwie eine Budgetplanung geben? Es sollte ja irgendwie transparenter sein, wofür das Geld benutzt wird. Sagen wir so, man weiß schon, wofür bestimmte Summen benutzt werden, für welche Mechanismen. Aber das sagt uns natürlich nichts darüber aus, wie es genutzt wird. Und jetzt kommt noch ein weiterer Aspekt. Es wurde zum Beispiel gesagt, es sollen Informationen von Social Networks gesammelt werden. Das heißt natürlich für uns, hier werden Nutzerdaten aus Deutschland, von den Bürgern in Deutschland gesammelt und zusammengefasst. Alles, was da stattfindet, ist Vorratsdatenspeicherung, ist Bestandsdaten, Auskunft, all diese GIF-Pakete, die wir eigentlich dachten, dass wir sie los sind, die sich jetzt der BND einsammeln. Das Tragische ist ja, dass es keinerlei Möglichkeiten gibt, das zu kontrollieren, was letztendlich getan wird. Der BND sagt natürlich, es wird nicht eingesetzt gegen eigene Bürger, aber wir wissen selber aus der Vergangenheit, dass es so nicht stimmt. Zusammenarbeit hat zwischen Geheimdiensten schon immer stattgefunden und dass Daten von Bürgern in Deutschland ausgespäht werden, wissen wir auch nicht erst seit Snowden. Und dann kommt noch ein weiterer Aspekt dazu, in fremden Ländern Spionage zu betreiben, Geheimdienstliche ziemt sich für uns in Deutschland auf keinen Fall. Und da sind wir natürlich dieser strikten Forderung nachgegangen, zu sagen, wir brauchen keine Geheimdienste, weil es gibt eine Parallele. Letztendlich, was da stattfindet, ist momentan so eine Art Kalter Krieg. Man könnte schon sprechen von der digitalen zukünftigen Kriegsführung, was da stattfindet. Und was hat uns schon einmal aus einem Kalten Krieg gerettet? Es war nicht die Aufrüstung, sondern es war die Abrüstung. Das heißt, wir brauchen eine digitale Abrüstung von Geheimdiensten und wir brauchen eine neue digitale Friedensbewegung. Das ist jetzt sehr viel Information. Er schlägt auch erstmal, glaube ich, auch private Personen, die das schauen. Aber man hört auch immer wieder dieses Argument, ja, ist mir doch egal, ich habe ja nichts zu verbergen.
Das Tragische daran ist natürlich, jeder denkt, so ist es. Aber die Frage ist immer, welche Informationen zu welchem Zweck, aus welchen Quellen, wie zusammengesetzt werden und dann eben diesen digitalen Doppelgänger von mir ergeben. Was bedeutet, irgendwelche Zufälligkeiten, die sich ergeben, werden zu einem Bild, was Rückschlüsse auf mich zulässt. Und das Tragische ist ja, es gibt keine Clearingstelle, wo ich anrufen kann und fragen kann, was wisst ihr über mich? Stimmt das überhaupt alles? Und genau hier entwickelt sich was ganz Tragisches. Die Menschen, wenn sie wissen, dass sie überwacht werden, fangen an, irgendwann auch nicht mehr ganz so frei ihre Meinung zu äußern, aus Angst, dass das ja in diese digitale Sammlung aufgenommen werden könnte. Das heißt, wir erleben still und leise langsam einen Abbau von Grundrechten und natürlich auch von Meinungsfreiheit. Aber der Bundesnachrichtendienst möchte uns ja quasi schützen. Oder nicht? Ist das nicht die Aufgabe? Sie wollen ja Daten sammeln, um so potenzielle Terroristen oder sonstige Personen, die unserer Gemeinschaft Schaden zuführen möchten, um sie vorher aus dem Verkehr zu ziehen, sozusagen. Also das Problem ist, dass natürlich diese Art von Schutz keine Sicherheit gibt, sondern mehr Unsicherheit bringt. Das ist ähnlich wie mit Kameraüberwachung und Ähnlichem. Kameraüberwachung hat noch kein einziges Gewaltverbrechen letztendlich stoppen können. Es macht die Menschen nur unsicherer. Was wir brauchen, ist eine offenere Gesellschaft, die offen über solche Dinge wie die digitale Sicherheit in unserem Land diskutiert. Das heißt zum Beispiel, sogenannte Zero-Day-Exploits bekannt geben, damit der BSI eben Unternehmen in Deutschland warnen kann vor dem, was an möglichen Sicherheitslücken da ist. Und das betrifft nicht nur Unternehmen, sondern auch unsere ganze Infrastruktur, sei es die Wasserversorgung, sei es die Energieversorgung. Wir haben ja gesehen, was so Viren wie Stuxnet und Ähnliches anrichten können. Deswegen ist es so wichtig, dass wir wissen, wo Sicherheitslücken sind, anstelle, dass der BND diese Sicherheitslücken nutzt, um selber mehr Informationen für sich selber quasi nutzt. Geht es dann darum, dass sich der BND vielleicht etwas verselbstständigt? So könnte man das natürlich sagen. Das ist aber auch schon systemgegeben. Alleine mit dem GC, mit der Art und Weise, wie wir Informationen erhalten, Parlamentarier im Aufsichtsrat Informationen erhalten darüber, was getan wird. Das ist so intransparent. Wir sehen das beste Beispiel im Falle dieses NSU-Skandals. Wie lange es gedauert hat, bis klar war, dass da letztendlich wirklich eine braune Zusammenarbeit stattgefunden hat und schreckliche Gewalttaten über Jahre stattgefunden haben. Das hat keiner mitbekommen. Daran sehen wir, das ist ein wirklich hermetisch abgeschlossener Apparat und da muss Licht rein. Transparenz. Vielen Dank, Herr Kramm. Übrigens